Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel hier mit Robert De Niro, nein, Robert dem Ersten von Schottland und umliegenden Ortschaften. Nein, Robert den Ersten vom Königreich Schottland. Wir haben die zweite Staffel angefangen und es gibt dieses Mal ja nur den Herrschaftssieg. Dort sind wir auf dem vierten Platz. Okay, das ist natürlich nicht so einfach zu vergleichen, denn militärische Stärke, ja. Und außerdem, wir haben bis jetzt noch keine andere Zivilisation getroffen, ist natürlich relativ ärgerlich dafür, dass fast 60 Runden mittlerweile vergangen sind, aber es ist halt die normale Spielgeschwindigkeit. Dementsprechend dauern auch Forschungen länger und so weiter und so fort. Bevor wir jetzt hier wieder richtig uns ins Geschehen stürzen, schnell das Zitat und dann geht es los. Das Zitat stammt dieses Mal von Salomon Bär Oberdorf und hat das Thema Lob und lautet: Soll das Werk den Meister loben, so muss der Meister schweigen. So, dieses Video wird am Mittwoch aufgenommen. Ich sehe gerade ja, wenn ich das Video fertigstelle, dann sollte ich in etwa auch gleich das Pokémon-Video veröffentlichen. Das ist dann nämlich auch fast 15 Uhr. Ja, ich habe die Woche mal Urlaub, das ist so in meinem Schichtrhythmus drin. Oh, was ist das hier unten? Das ist, ach nee, das sind bloß Klippen. Das ist so in dem Rhythmus drin und ja, ich beklag mich da nicht. Was ist das hier unten? Das könnte doch fast... Ist das etwa eine Zivilisation? Es ist an der Zeit, die Geschichte. Ja, und wir sind in einem dunklen Zeitalter. Ja. Es war aber auch schwer zu verhindern, ganz ehrlich. Ich meine, wir hatten... Nicht so viel. Wir hätten... Warum hat das... Ach, stimmt, ich kann ja noch nicht wässern. Ich brauche ja unbedingt die Fähigkeit, hier anzugreifen. Aber Schiffe? Hätte ich mir schon Schiffe holen können? Ja, ich hätte mir schon eine Galeere bauen können. Na gut. Dann geht's halt in ein dunkles Zeitalter. Ja, am Anfang ist es... Ja, starke, dunkle Politik, wenn ihr genug in der Welt ist. Ja, stattdessen ein Heldenzeitalter. Das ist halt das... Na, mal sehen. Ein Zeitpunkt, wenn ihr einen Heureka auslöst, das hat man bis jetzt immer, wenn ihr eine Eingebung auslöst, ist am Ende, wenn ihr ein Gebäude mit Wissenschaftsgrundertrag errichtet, okay. Wenn für den Bau eines Gebäudes mit einem großen, ach so, naja, gut. Spezialbezirk, zum ersten Mal von euch gegründeten Religion bekehrt. Naja, ich würde trotzdem wieder auf die Forschung gehen. Wir sind in ein dunkles... Ja, wir werden keine Städte verlieren, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und wir haben... Namaskar, main Mohandas Gandhi hun. Mere log mujhe Babu kehte hain. Par kripya, mujhe Mitr kahen. Ich sehe gerade, ich habe die Grafik extrem noch runtergeschraubt. Das möchte ich gleich mal noch ändern. Ich hoffe, dass es nicht abbricht. Aber das ist noch durch die... scheint zu gehen. Das ist... Ja, so sieht er doch schon ein bisschen angenehmer aus. Da kann ich... Das ist noch durch den Stream, da ich das da alles ein bisschen runterschrauben musste. Ja. Das gibt natürlich einen Zeitalterpunkt. Cool. Naja. Es hätte vorher auch nichts gebracht und wir müssen mal gucken. Okay, das ist natürlich gleich seine Hauptstadt. Das ist gar nicht so schlecht. Na egal. Bei der Regierung. Achso, wir können ja eh noch nicht. Eine Stadt mit einer heiligen Stätte. Naja, gut. Ja, Wissenschaft ist wichtig, auch wenn es hier nicht um einen Wissenschaftssieg gehen wird, wie schon gesagt, sondern halt wirklich um einen reinen Herrschaftssieg. Das heißt, es können halt richtig viele Folgen werden. Ich glaube, das habe ich schon mal... erwähnt. Das ist halt wirklich diesmal wahrscheinlich ein relativ langes Let's Play. Ich werde das aber auch nicht streamen. Das habe ich auch schon mal erwähnt in Minecraft in der letzten Folge. Genau, denn das ist dann blöd für den Spielfortschritt. Auch wenn man bei Twitch Videos exportieren kann auf YouTube, das muss aber nicht sein. So, eigentlich wollten wir eine Galeere bauen, aber 19 Runden ist halt doch ganz schön ordentlich. Vielleicht erstmal einen Handwerker hier, damit wir hier das Weizen abbauen können, den Weizen.
krieg ich das Weizen? Gut, ich muss mich ein bisschen umstellen. Das sind halt... Oh. Ach so. Natürlich. Aus dem Nichts tauchen auf einmal alle möglichen Truppen auf. Cool. Cool. Mist. Mist, Mist, Mist. Pachakutih Inka Yupanki Chimpampi Kachkanki. Napaikuwaini Kita Inkapach Yanapawaini Kitapas. Chaskinkim. Oh, die Inka, das ist aber interessant. Wo haben wir denn jetzt die Inka? Ah, okay. Interessant. Inka und der Gandhi sind relativ nah beisammen. Ja gut, ich meine, wenn... Okay, jetzt geht's. Wir haben Entzwei und Gebiete. Tüchtig Wort. Wir alle schnitzen Stein. Gut, so. Wenn wir jetzt erstmal den, Regierung gründen, dann gibt's auch wieder Punkte, das ist schön. Straßen verbessert, das ist schön, so. Ich möchte aber wissen, was für ein Stadtstaat. Auckland, okay. So, was erforscht man denn als nächstes eigentlich? Ja, Bewässerung. Nein, nicht Bewässerung, sondern Schiffsbau. Aber 26 Runden dauert halt so lang. Also doch, vielleicht erstmal Astrologie. Vielleicht können wir ja doch ein bisschen was für die Religionen tun. Mystik wäre nicht schlecht. Zwei großer Prophetpunkte. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Wissenschaftler. Oh, da sind wir noch relativ gut. Großer Propheten. Ja, klar, Indien. Das ist klar, dass die hier ihre Religion gründen wollen. Das ist klar. Aber der Rest ist hier noch nicht sehr viel passiert. Aber vielleicht der Drama und Dichtung Amphitheater, Theaterplatz. Ja, das wäre auch eigentlich gut. Ich weiß, es gibt auch keinen Kultursieg, aber jetzt so vom Prinzip her... Ja. Ist natürlich gut. Halt, schon zu spät. Okay, die Handwerker versuchen zu fliehen. Das ist nicht so prall. Ja, doch, doch, es hat... Oh, was ist denn jetzt los? Och nö, so viele auf einmal. Dann machen wir da einen Bogenschützen draus. Vielleicht haben wir Glück und überstehen das. Toll. Ich möchte eigentlich nicht die nächsten Bogenschützen. Ha, 6 Runden und das ist halt Unterhalt. Das ist dann halt jeweils ein Gold. Und die greifen meine Stadt an, ich glaub's nicht. Ja, den Siedler können die nicht gefangen nehmen, solange wie ich... Wie ich den da drinnen stehen habe. Der kann auch nicht wässern. Da unten ist ein guter Platz, das stimmt. Aber hier oben theoretisch auch. Aber da unten wäre besser. Da hat es schon wieder Loyalitätsprobleme. Ja gut, den kann ich jetzt gerade nicht verschieben. Das ist klar. Ach man, das ist schon irgendwo ärgerlich. Ja, verstecken wir den in der Stadt. Vielleicht schafft das ja der Speer. Stadtmauern. Apanda, das wäre cool. Pyramiden wäre cool. Ah, okay, 105 Gold. Hm. Nicht ganz. Bogenschütze. Ja, super. Das wäre jetzt doch sehr amüsant, wenn auf einmal die ganze Stadt kaputt geht. Wegen Barbaren. Ja. Gut, der einzige Vorteil ist halt, die gehen halt wirklich alle kaputt beim Angreifen der Stadt. Ja. Das ist der einzige Vorteil an der ganzen Misere. Aber mehr halt auch wirklich nicht. Ich muss da oben dieses blöde Barbarenlager kaputt machen. Man muss die halt... Ja, unbekannter Spieler hat das Wunder Stonehenge beendet. Naja, gut. Ich meine... Wir haben noch 43 von 200 Gesundheit. Wow.
weiß noch nicht ganz, wie ich da jetzt reagieren soll. Irgendwie macht ihn das schon verrückt. Ja, ja. Er hat wieder Angst vor uns. Und plündert noch, genau. Er hat alles geplündert, jawohl. Ach, Barbaren sind schon was Blödes. Am besten stelle ich es ab sofort aus bei allen möglichen weiteren Spielen, wenn es so einfach wäre. Denn jetzt brauchen wir eigentlich erstmal einen Handwerker da drüben, aber den haben wir natürlich nicht. Ach so, und eigentlich, ne, hier geht's gleich weiter. Wir machen hier dann am besten gleich hoch auf das blöde Barbarenlager. Und den Siedler können wir jetzt verschieben. Das machen wir jetzt auch, und zwar wirklich hier runter. Hier ist noch ein schöner, ja doch, ein schöner Platz eigentlich. Da oben ist auch nicht schlecht für eine nächste Stadt. Wir sind ja hier oben eigentlich relativ geschützt. Da die meisten noch nicht so wirklich segeln können, haben wir vielleicht wirklich Glück und könnten vielleicht uns in Ruhe hier oben ausbreiten. Aber die Bedingungen sind halt wirklich nicht die besten. Das ist halt das. Das ist halt die Gefahr an der ganzen Sache. Ich dachte, der Campus wurde geplündert. Gut, dann beklagen wir uns nicht. Natürlich, hätte die Stadtmauern, wäre es schöner gewesen, dann hätte ich mich besser verteidigen können. Ja, heilige Städte bauen wir jetzt mal. Vielleicht können wir doch noch eine Religion gründen. Vielleicht haben wir ja Glück. So, oh. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, die verfolgen uns natürlich, das ist klar. Und die verfolgen uns sehr schnell. So, der Speer kann seines Amtes walten. Ja, das ist riskant, deswegen machen wir das lieber so. Jetzt aber. Perfekt, es gibt nämlich auch drei Zeitalterpunkte und... Wow. Wir haben die ganze Zeit keine Religion gegründet. Keine Religion, keine Regierung. Oh Gott, das ist nicht gut. Das haben wir vorhin einfach zu schnell weggeklickt. Wir hätten jetzt schon ein bisschen mehr Boni gehabt. Das war richtig blöd, das zu vergessen. Das war es wirklich, ja. Aber na gut. Was soll's? Ja, der wird hier unten... Der wird hier unten drauf gehen. Das schaffen wir nicht. Wenn uns nicht Kabul irgendwie schützen kann. Aber irgendwas wurde noch angegriffen. Wer weiß. Die kommen nicht bis da hoch. Achso, der Speer, ja gut. Der kann ja erstmal sich da verstecken und dann können wir hier den Bogenschützen direkt herausfordern. Vielleicht gibt es ja hier oben noch ein Barbarenlager, was gefunden und vor allem zerstört. Oh, ein Stammesdorf. Gefunden und vor allem zerstört werden muss. Ja, das war klar. Speer sagt Tschüss. Der andere Speer, der versteckt sich. Eine neue Bevölkerung, das ist gut. 33 Stunden bis zum Wachstum. Naja gut, die müssen sich erstmal ein bisschen erholen und dann müssen wir da unten auch noch Wohnraum hinbringen. Dazu können wir aber den Kornspeicher abbauen. Wird ja auch gerade gebaut, bringt ja auch ein Wohnraum. Können wir uns gerade nicht angucken, egal. Na gut, so, guck mal hier oben weiter. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit mindestens immer noch vierter Platz? Selbst Gandhi hat mehr. Boah. Na gut. Ich hoffe mal, dass die Highlander dann ordentlich Boni bringen. So, jetzt bitte unbedingt. Unbedingt eine Regierung gründen. Es kann ja nicht sein, dass wir hier. So. Okay, ihr habt. Eure Zivilisation hat ihre erste Stufe 1 Regierung eingeführt, ja. 50 Produktion für Siedler, das wäre eigentlich nicht schlecht. Schriftsteller, General. Hm, 50%, wir haben noch keine heiligen Städte für alle Nahkampf, aber keine Heiligen außerhalb eures Territoriums, das ist blöd. Heimische Wege bieten, kein, ja gut, wir haben bis jetzt kein, nein. Nein, die dunklen Karten sind zwar cool, aber irgendwo, nein, bringt nichts. Wir könnten den Einheitenunterhalt senken. Das wäre nicht schlecht. Dann könnten wir... Wir müssten ja Joker unbedingt platzieren. Der erste Gesandte, den wir schicken, zählt als 2. Und dann entweder
Zwei Loyalität, die brauchen wir eigentlich nicht. Produktion für Kampfeinheiten können wir auch nicht machen. Wir können eigentlich nur noch eine wirtschaftliche Karte spielen. So ist natürlich die Frage, mehr Produktion oder vielleicht doch neue Siedler. Ist vielleicht besser. So haben wir jetzt nämlich 5,2, weil diese Karte uns wirklich sehr hilft, wenn es darum geht, den Einheitenunterhalt zu reduzieren. So, weiter geht's. Hier oben müsste sicher noch irgendwo etwas Barbarisches sein. Oh, hier unten gibt es eigentlich richtig schöne Siedlungsbedingungen. Sieht man ja. Tausende haben ohne. Gibt es wirklich richtig schöne Siedlungsbedingungen. Hier ist alles schön fruchtbar. Hier gibt es sogar Regenwald. Hier gibt es auch wieder Bernstein. Ja. Ist schon irgendwo kacke, dass wir hier oben so. Naja. Abgeschnitten von allem möglichen Sinn. Das hat schon große Nachteile. So, hier ist jetzt endlich der Handwerker fertig. Super. Können wir jetzt hier eine Galerie errichten und hier die ersten kleinen Bauernhöfe bauen. So. Der greift den hier oben an, der greift den an. Und der greift den dann an. Oh, er kann noch. Perfekt. Sehr schön. Alle Angriffe erfolgreich genutzt. So. Aber wenn man so mal denkt, dass das jetzt auch schon wieder 20 Runden fast. Was? Nein! Wie geht denn das? Nicht den Siedler klauen, ernsthaft? Och nee. Ach, ich beim nächsten Mal wirklich ein Escort bilden, das kann nicht sein. Beim nächsten Mal muss das wirklich verknüpft, Omis Barbarenlage, muss das wirklich verknüpft werden, das kann ja nicht sein. Ach, sowas ist ärgerlich, aber wirklich richtig ärgerlich. So. Natürlich jetzt die Frage, nutzen wir jetzt gleich den Bonus Apanda Bau eines Wunders? Das ist natürlich cool, das Apanda, aber 33 Runden möchte ich eigentlich nicht machen. Ich möchte wirklich den nächsten Siedler bauen, wobei eigentlich eine Bibliothek wäre auch mal nicht schlecht. Was haben wir? 9,1, das ist Fraps Overlay. Deswegen lese ich das nicht so direkt. Ein Theaterplatz wäre auch mal gut. Machen wir erstmal einen Theaterplatz, dann ein bisschen noch Kulturbonus bekommen. Wir haben zwar mehr Kultur aktuell als wir Wissenschaft bekommen, aber das kann sich alles noch relativ zügig ändern. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt weit genug weg sind von allen möglichen barbarischen Aktivitäten, die uns hier das ganze Spiel verderben können. So, da oben noch den Bogenschützen und dann haben wir hoffentlich auch dieses Barbarenlager. Nein, er macht natürlich erstmal eine neue Einheit, das ist ja klar. Du stehst ja direkt davor und er schafft es trotzdem irgendwie. Das wäre Kamikaze, das ist auch blöd. Toll. So, ich brauche meinen Siedler wieder. Es kann nicht sein, dass. Nee. Die rennen jetzt bestimmt schön weit weg mit dem Siedler. Und ich werde es nie schaffen. Ja. Mein Oberhaupt. Ich sage gern, dass ich Milit. Ja, sagt doch, ich werde es kaum schaffen. Natürlich, man könnte auch hier hinten noch. Ja, hier hinten wäre eigentlich auch eine schöne Stadtmöglichkeit. Hier so an der Klippe. Natürlich damit Hafen, damit die Schiffe direkt zu Wasser gehen. Das wäre eigentlich gut. So, erste Gesandte zählt als 2. Ja. Okay, der kann. Nein, der macht auch nichts erstmal. Ist das hier ein Trüffel? Oh, schön. Es sind auch noch andere Luxusgüter verfügbar in der Nähe. Die Schildkröten wurden ja jetzt. Bronze ist der Spiegel. Abgebaut. Das kann nicht sein. Trag den Siedler nicht so weit weg. Eisen. Und glücklicherweise haben wir dort auch eine Mine errichtet. Übrigens, hier müsste mal wieder ein Handwerker ran. Hier können wir wieder. Ja, hier können wir viele neue Sachen bauen. Es wäre gut, wenn die Hauptstadt ein bisschen Boni bekommt. Also ein bisschen schneller wächst. Und wir können die erste große Persönlichkeit rekrutieren. Ich glaube es nicht.
Erstmal das, damit man jetzt... Ja, Kamikaze zwar, aber... Nein, nein, das ist wirklich Kamikaze gewesen. Na egal. Die Wissenschaftler der Bibliotheken baut sofort eine Bibliothek. Das ist doch Geschenk. Gut, dass wir diese Bibliothek nicht gebaut haben. Ja, zu weit. Perfekt. Damit sind wir jetzt bei 15,7 auf einmal. Sehr schön. Und vielleicht sogar bei der Möglichkeit in ein... Ja, wir haben noch 18 bis 38 Runden. Also das wäre gut. Übrigens, Gandhi hat ein goldenes Zeitalter und die Inka haben ein normales Zeitalter. Ja, das ist mal gut zu wissen. Toll, hier kommt man nicht weiter. Naja, die Kamikaze ist vielleicht erfolgreich, ja. Und dahin ist ein Stammesdorf, okay. Das können wir uns dann auch noch gönnen. Und die Beförderung, perfekt. Ja, das können wir uns dann holen. Da kriegt man dann nochmal ein bisschen Boni, vielleicht sogar einen Zeitalterpunkt. Nein, ich glaube, den gibt es jetzt nicht mehr. Hm? So, ein Schrein oder die hängende Gärten wäre natürlich richtig cool. Weil erhöht das Wachstum in allen Städten auf 15% und 2 Wohnraum für diese Stadt. Das wäre schon eine Maßnahme. Ja, jetzt haben wir vielleicht den Siedler in der nächsten Runde wieder. Das wäre schön. Nein, haben wir nicht. Aber jetzt schweigt dieser Vulkan. Oh nein, jetzt schweigt dieser Vulkan. Ja, der wird schon nicht so schnell ausbrechen. Hoffentlich. So, 20 diplomatische Gunst. Brauchen wir jetzt zwar noch nicht, aber kommt noch. So, dann können wir erstmal... Ach, da unten ist das nächste Wappenanlage. Ihr wollt nicht doch alle verarschen, oder? Jetzt dann, da können wir erstmal wieder die Einheiten zurückziehen und sich erholen lassen, aber nein. Es muss unbedingt das nächste Wappenanlager hier entstehen. Natürlich. Manchmal versteht man es wirklich nicht, warum das so kommt. Wo ist der Siedler? Nein. Bitte, bitte komm zu mir zurück. Hin wäre sogar Eisen. Das ist wirklich ein guter Platz für eine Stadt. Hier hinten noch 4 Schafe als Bonusressource. Das ist gar nicht so schlecht. So. Mal gucken, was können wir in unserer Hauptstadt bauen? Haben wir ja gerade den Theaterplatz fertiggestellt, genau. Pyramiden könnten wir theoretisch bauen. Ist halt ein Vorteil, die Pyramiden zu haben, denn jeder Handwerker eine zusätzliche Modernisierung. Das ist halt nicht schlecht. Ist halt die Frage, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes die Pyramiden baut, es geht. Die werden gebaut, aber man muss halt auch die Plätze dafür haben, sage ich mal. Wir können doch erstmal einen Handwerker machen, dass der hier ein bisschen aufräumt. Und dann in 3 Runden vielleicht die Pyramiden. Oh, na toll, Sperrkämpfer. Das ist nicht so toll. Naja, komm, Kamikaze. Ja, den werden wir auch irgendwann bekommen. Ich hoffe, dass wir diesen Handwerker eines Tages wiederbekommen. Eines Tages, ganz bestimmt. So, na gut, dann geht's doch hoffentlich. Wenn jetzt nicht wieder direkt vor unseren Augen irgendwie solche netten Einheiten wie... Na sagt's, wie Sperrkämpfer gebaut werden hier hinten. Ja, okay, der verteidigt das, das ist klar. Können die schon aufs Wasser? Ich vermute nicht. Ja, den Bogenschützen können wir ja auch brauchen. So, der kann jetzt aber erstmal zurück. Welche Sachen, wo wollt ihr denn noch hin? Und erstmal bis zur Heilung verschanzen. So, jetzt erstmal eine Reparatur. Und das nächste Barbarenlager eingenommen und somit haben wir 25 Zeitalterpunkte. Das ist doch erfreulich. Natürlich, Seide als Luxusgut ist nicht schlecht. Ich glaube, die Stadt könnte sich
Freiwillig, nein, die könnte sich freiwillig nicht so weit entwickeln. Man müsste gucken, ob man hier oben noch irgendwo hier oder so noch eine Stadt baut. Ist aber natürlich nicht viel Nahrung in der Nähe hier unten, zwar durch den Sumpf, ja. Aber alles weitere ist auch nicht wirklich gegeben. So, kann sich auch erstmal heilen. Und wir haben gerade mal 49 militärische Stärke, Gandhi 262. Ja gut. Okay, Pyramiden 14 Runden, ja, wir machen das jetzt. Ich weiß, das ist ein Überschwemmungsgebiet, also Überflutungsgebiet, aber ja, ich denke mal, das wird schon gehen. In einem neuen Zeitalter, die... Ach so, okay. Mit der Zeit lernt man seinen... Das heißt, es gibt aber Leute, die sind weiter als wir. Ja. Die Inka sind schneller im Erforschen, als wir das sind. Ja gut, dafür haben wir schon alles andere schon vorher erforscht, was noch so mit der Klassik zu tun hatte. Mit der Klassik, mit der Antike, Entschuldigung. Eisenverarbeitung wäre gut, wäre alles gut. Handelszentrum, das wäre top. Wir bekommen gerade mal 2 Gold pro Runde, das ist nichts. Wir haben auch keinen Händler eingesetzt bis jetzt, hm. Wäre auch mal eine Überlegung wert. So, jetzt hier könnten wir aber auch ein bisschen Gold verdienen durch die Krabben in die Serie. Ich muss langsam mal wenn Brot die erste versuchen, ein Ende zu finden. Ah, na los. Ein Ende zu finden für diese Folge. Es gewährt kein Gold. Weiß ich jetzt nicht. So. Große Bibliothek, das wäre natürlich ein sehr gutes Wunder. Ja, wie schon gesagt, wer mit Wissenschaft vorankommt, der hat dann später große, große Vorteile. Denn wenn man die neuen Technologien, vor allem, da wir ja die Erweiterungspacks haben, wenn man dann den, endlich, den Kampfroboter wirklich besitzt, dann hat man große Vorteile. Also wenn man den vor den anderen besitzt. Manchmal dreht sich das. Besonders oder gerade, wenn man einen Herrschaftssieg einführen will. Einführen. Erreichen will. So, damit haben wir 30 von 30 Punkten und steigen im nächsten endlich in ein Heldenzeitalter. Mal gucken, was das dann bringt. Da bin ich selber gespannt. Gründen wir hier gleich die Stadt? Ja. So, Forest. Naja, natürlich müssen wir noch einen Stadtnamen festlegen. Das ist ja klar. Erst die Produktion wählen, machen wir gleich einen Kornspeicher diesmal. Neue Namen. Was gab es denn noch schönes Schottisches? Wir haben bis jetzt, nochmal gucken, Tintrim, West Highland Way und Famous Grooves. So. Wie wäre es, mal überlegen. Das ist Ben Nevis. Ich weiß, ist eigentlich kein Städtename oder... Ja gut, okay, meine West Highland Way ist auch kein Stadtname und Famous Grooves erst recht nicht. Na gut. Orakel brauchen wir nicht. Monument wäre nicht schlecht, Kornspeicher wäre auch nicht schlecht, besonders da der Wohnraum relativ knapp ist. Ja, nehmen wir einen Kornspeicher. Oh, wir können unseren Handwerker zurückholen. Sehr schön. Stimmt, das war die Galeere, natürlich. Das hat Vorteile, denn dann können wir... Der hat noch 2 Ladungen. Einmal... Gut, das da oben muss noch nicht sein. Das wäre natürlich cool, das bringt 4 Produktion. Hier... Nein, den können wir dann eigentlich dahin schicken, wo der hingehört. Und zwar hierhin. Aber gut. Es wird sonst überzogen, deswegen speichern wir das jetzt mal in Ruhe. Gut, dafür, dass wir zwischendurch fast von Barbaren zerstört worden wären, entwickelte sich doch das jetzt zum Ende doch relativ gediegen. Zwar sind wir beim Herrschaftssieg, okay, wir sind wieder auf dem 5. Platz, naja gut. Aber das, naja. Ich hätte gern diesen Punktsieg, also wenigstens nicht den Punktsieg, aber die Punkte hätte ich gerne mal irgendwo angezeigt. Das wäre mal schön. Aber na gut.
Hier oben brauchen wir auch unbedingt dann den Handwerker. Das wäre vielleicht klüger gewesen, den zuerst zu produzieren. Aber der braucht halt auch 14 Runden. Hm. Hier sind auch wieder Wasserschildkröten. Sehr schön. Also Annehmlichkeiten, das sieht gut aus. Schafe natürlich. Die Schotten und ihre Schafe, ja. Na gut. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten, wenn ihr wollt. Bis dann.